Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wir haben hier in diesem Gebiet noch einiges zu erkunden, vor allem das Leuchten ja da interessiert mich. Und da ist ja dieser komische Federvieh-Typ. Ich möchte auf jeden Fall nochmal kurz zurück. Was? Okay, keine Ahnung, was das ist. Und wir haben da ja hinten noch diesen Berg mit den Vögeln, die wir gesehen haben. Ja, stimmt, er lebt wieder. Ich wollte schon sagen, müsste er denn nicht tot sein? Nein, müsste er nicht. So, ist hier jemand? Nein. Ich möchte erstmal zurückgehen kurz. Ich möchte nochmal kurz auf diesen Hügel rauf. Muss die Steuerung erstmal wieder kennen. Das Wochenende, Freunde, Wochenende! Ich freue mich, ich kann ganz viel Sekiro spielen, das wird richtig toll. Ich werde so viel aufnehmen, alter Schwede. So, wie kommen wir jetzt zurück, ohne dass wir uns großartig umbringen? Ach, wir sind, da wollen wir rauf. Da hatte ich irgendwas gesehen. Okay, Geronimo. Oh, so ein bisschen gefährlich. Ach, wir kommen ja gar nicht zurück, ne? Kann man sich nicht ranhangeln. Ich kann mich teleportieren. Oh Gott, bin ich blöd. Ich kann mich doch einfach teleportieren. Wow, fast wäre ich nicht gesprungen. Aber ich glaube, man kann nicht in den Abgrund laufen, oder? Ich will es gar nicht testen. Ich hätte es sonst getestet. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Dass der Kollege da ist, aber wir gehen einfach hier hin. Und dann teleportieren wir uns kurz rüber. Ich will nämlich wissen, was da oben ist. Falls man da überhaupt hinkommen kann. Weil es sah schon verdammt verdächtig aus. Hauptsache der Vogel ist noch tot. So. Ich möchte gerne. Ich hätte auch gerne dieses Level-Up. Körpermerkmale verbessern. Achso, naja. Schade, das war's nicht. Dann reisen wir mal. Und zwar dahin. So, kurze Orientierungsphase. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Rechts neben uns ist der Gockel. Der interessiert uns jetzt aber nicht. Wir sind einzig allein hier, um diesen Berg zu erklimmen. Da, das hatte ich gesehen. Seht ihr das mit den Raben? Das ist verdammt auffällig. Gibt es da irgendwie einen Ankerpunkt? Oh, guck mal, da ist noch was auf dem Dach drauf. Das war close. Was haben wir denn hier? Ein Geldbeutel. Okay, der Sprung sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich bin unschuldig, oh Gott. Ja, man könnte vielleicht im Laufen. Vielleicht könnte man im Laufen dahin kommen. Kann ich laufen und springen? Offensichtlich nicht, irgendwie. Ja, macht ihr mal da euren Kram. Doch, man kann laufen und springen, aber das ist sehr verzögert. Ansonsten haben wir da noch eine Kante. Oh Gott, ich hab's geschafft. Was bist du denn für einer? Hallo. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Eine Opfergabe? Genau. Ich verkaufe Gegenstände, die man den Toten darbieten kann, damit sie in Frieden ruhen. So wie ihr aussieht, würde ich sagen, ihr wisst das eine oder andere über den Tod. Nur zu, kauft eine Opfergabe. Errungenschaft freigeschaltet. Nachlassverwalter. Okay. Etwas verkaufen? Wie kriege ich für... Kann ich gar nicht sehen, oder? Doch, Geldbeutel. 100 ist im Geldbeutel drin. Okay.
Was hast du denn zum Anbieten? Kügelchen, Gegenmittelpulver, davon haben wir einen gefunden bisher. Ungurtskonfekt, davon haben wir zwei. Obergrenze ist 6. Ja, ich habe jetzt Roberts Feuerwerk. Feuerwerk von über südlichen Meeren kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Der kleine Robert und sein Vater verkauften sie, um ihre Reisen zu finanzieren. Um Roberts Leben zu verlängern, reisten sie nach Japan und begannen nach der Unsterblichkeit zu fragen. Also an sich erinnert die Geschichte stark an... Wo die Verstorbenen sind, da findet ihr auch die Nachlassverwalter. Wie die Krähen. Wohin eure Reise auch führt, ihr solltet ein paar Opfergaben dabei haben. Die Geschichte erinnert stark an Ranma ein Halb, nur dass Ranma Halb halt nicht unsterblich sein wollte, sondern ein Mann. Ich muss Geld farmen. Das haben wir jetzt draus gelernt. Also gut, dann farme ich jetzt mal ein bisschen und dann sehen wir uns, wenn ich 500 Münzen habe. Dürfte ja nicht allzu lange dauern, ne? So, ich habe das Geld zusammen und ich habe aus der Ferne gesehen, dass hier ein Weg ist. Man kann sich also den ganzen Scheiß sparen. Glaube ich zumindest. Offensichtlich nicht. Ah doch. Whee! Okay. Ich weiß, ich könnte auch meine Geldbeutel ausgeben, aber ganz ehrlich, ich brauche das Training. Ich weiß, dass ich das Training dringend brauche. Wollt ihr eine Opfergabe kaufen? Ja. Weil ich nehme jetzt gerade seit Tagen erstmal wieder auf, also ich bin mir lieber, ich gehe lieber auf Nummer sicher. So. Das Feuerwerk setz haben wir. Setz das hier nicht ein. Ihr verschreckt mir die Krähen. Sie sind sehr intelligent, weitaus schlauer als andere Tiere. Grausamkeit wird nicht toleriert. Wer weiß, wann wir die Geldbeutel brauchen. Dann lieber so. Kein Fallschaden, nice. So. Ich habe auch beim Trainieren ein bisschen was gesehen. Und zwar geht's hier runter. Und hier ist noch mal irgendwas. Hui. Kügelchen. So, haben wir hier noch irgendwo verstecktes Zeug? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, von da kommen wir, ne? Ja, von hier kommen wir. Dann lohnt sich das eher weniger. Ach komm. Lass mich doch da rauf. Hui. Okay, ich habe hier alles schon beseitigt. Das heißt, wir können hier schön durchlaufen. Und den Typen ansprechen. Ich kenne euch. Ah, ihr seid der edle Shinobi. Ich habe euch seit dieser Nacht nicht mehr gesehen. Jene Nacht? Welche Nacht? Hm? Erinnert ihr euch nicht? Nein. Verstehe. Ihr entsinnt euch nicht. Hört zu, mein Herr. Wir beide sind uns schon einmal begegnet. Damals war ich noch ein Dieb. Aber diese Tage sind vorbei. Jetzt bin ich ein aufrichtiger Händler. Das einzige Problem ist, ich bin pleite. Und wenn man pleite ist, kann man nichts verkaufen. Würdet ihr mir also vielleicht ein paar Münzen borgen, damit ich mein Geschäft ankurbeln kann? Ich werde etwas für euch Nützliches bevorraten. Und als kleines Dankeschön berichte ich euch von dieser Nacht. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Informationen für 50 Cent kaufen? Ich habe keine 50. Ich komme wieder mit 50, versprochen. Überreste berühren. Dieser Mann war aus Hirata. Ich muss meinen Respekt erweisen. Kuro-sama. Emma-sama. Gibt es andere Hirata-Überlebende? Es... gibt nicht mehr viele von uns. Ich verstehe. Das tut mir leid. Es wird immer jene geben, die das Drachenerbe suchen. Das war ihr Schicksal. Wegen meiner Verfolger. Ich wollte sie nicht hineinziehen. Okay, wir können Überreste sammeln. Ich hab verrückt.
Was ist das für ein komischer Zauber? Jo, da wären wir wieder und ich habe das Geld organisiert. Welche Nacht? Hm? Nein. Verstehe. Hört zu, wir haben sein und würde ich werden und als was mein... Ja, hier. Hier sind ein paar Münzen. Danke, werter Herr. Jetzt rede. Ja, ja, natürlich. In dieser Nacht brach meine Bande in das Hirata-Anwesen ein. Wie ihr wisst, gehört die Hirata-Familie zu Ashina. Im Normalfall verspeist sie Diebe wie uns zum Frühstück. Wir brachen zufälligerweise während eines Kampfes ein. Fast alle jungen Samurai hatten das Haus verlassen. Das war eine großartige Gelegenheit. Dann entzündeten wir ein Feuer und räumten alles aus. Genau da habe ich euch getroffen. Ihr wart auf der Suche nach etwas. Zumindest sah es für mich danach aus. Mehr weiß ich auch nicht mehr von jener Nacht. Wow. Ich verstehe. Ja, genau dieser Blick, den ihr gerade macht, den hattet ihr auch in dieser Nacht. Sucht ihr noch immer etwas? Hört zu, mein Herr. Für ein bisschen Geld könnte ich euch noch ein paar Dinge erzählen, die sich als nützlich erweisen könnten. Gegen Bezahlung. Ich bin nun mal ein Händler. Ah, Informationen kaufen. 100 Cent. Ich erstehe neue Waren. Etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Alles klar. Ich möchte gerne diese Information haben. Kann ich einfach... So. Für ein bisschen Geld könnt gegen bezahlen. Ich möchte Informationen kaufen. Vielen Dank für die Zuwendung. Da ihr ein Shinobi seid, gebe ich euch ein paar Informationen über Shinobi-Module. Ich bitte darum. Ich habe dieses Rohr gesehen. Ein Rohr, aus dem Feuer geschossen wird. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, schnappte es sich einer meiner Kumpel. Das ist das Geräusch, wenn das Feuer herausschießt. Flammenlauf-Memo, eine zerfetzte Notiz von Anayama. Sie scheint einige Jahre alt zu sein. Lukrative Information Nummer 36. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, fanden wir einen Lauf, der Flammen spuckte. Die Jungs haben damit ein Lagerfeuer entfacht und einen über den Durst getrunken. Es war sicher eine Art Shinobi-Modul. Ein feuerspeiendes Rohr im Hirata-Anwesen. Das merke ich mir. Okay. Hirata-Anwesen. Ich erstehe neue etwas. Okay, das war's schon. Gut. Dann können wir jetzt auch weitergehen. Die 100 Münzen wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Deswegen habe ich einfach mal geguckt, wie viele Münzen wir da rausbekommen. Kügelchen! So, was ich gesehen habe im Hintergrund ist, dass hier irgendwie, ja, so ein Ding in der Luft schwebt. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Da hinten ist ein Etwas angekettet. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden es gleich auf jeden Fall herausfinden. Yay! Okay, scheiß Junge. Komm, du bist zwar schon tot, aber ich töte dich einfach nochmal, weil ich's kann. So, Keramik habe ich jetzt auch ohne Ende gesammelt. Wir gehen mal kurz hier rauf. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir ganz und gar nicht, Leute. Ich möchte aber darauf. Habe ich da sonst noch irgendwas übersehen? Ich wette, Mr. angeketteter Tybi könnte hier nicht hinkommen, ne? Komme ich hier eigentlich wieder weg? Okay, das hat irgendwie keinen Sinn, darauf zu gehen. Keine Ahnung, warum. Oh Gott. Ich glaube, der reißt sich los, sobald wir uns zu nahe kommen. Da war auch gerade irgend so eine Wolke. Ich bin da mal weg, ne? Oh. Er hat mich gesehen, er hat leuchtende Augen. Angeketteter Oger. Na, Dude. Folge mir.
Ich führe dich in ein Land, das so schön ist, dass du nur davon träumen kannst. Sehr gut, das würde für höchstwahrscheinlich nichts bringen. Tja, ist schon kacke, wenn man nichts machen kann, ne? Ah, ich hätte mich anschleichen können, ey. Huch. Prima, ich durch. Okay, ich versuch's einfach mal. Ich meine, mehr als schief gehen kann's ja nicht, ne? Dann los, Kollege. Greifangriffe können nicht pariert werden. Schaden lässt sich nicht vermeiden. Du kannst feindliche Angriffe mit einem gut getimten Ausweichschritt entgehen. Selbst die stärksten Angriffe sind ohne Kontakt nutzlos. Okay, den hätte ich blocken können wahrscheinlich. Ich stehe wieder auf. Ich bin hier für einen neuen Kontakt. Okay, den wollte ich eigentlich blocken, aber tun wir einfach so, als hätte ich es nicht getan. Was ich auch nicht habe. Holy shit, was bist du denn für einer? Na komm her. Oh! Der hat mich so schnell gegriffen. Holy shit. Das ist ein einfacher Gegner, Leute. Was machst du da? Oh! Autsch. Der hat mich runtergeschmissen! Der ist cool. Nein! Falsche Richtung. Scheiße. Den kriegst du nicht. Ich muss springen. Ich muss springen. Ah. Nein. Oh Gottes Willen. Nein. Ich bin zu nervös. Nicht runterschmeißen. Danke. Falsche Richtung. Ich bin viel zu nah dran. Oh. Mach doch Moves. Mach Moves. Das ist ein Move, ja. Hast du gut gemacht. Nee, echt. Aber wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Noch gebe ich nicht auf. Okay, ich gebe auf. So. Also ich muss sagen, der Uga ist jetzt nicht so schwer, wie man vermuten mag. Er ist schon schwer, weil er halt ein Boss ist irgendwo, so ein kleiner halt. Aber im Prinzip ist er eigentlich... Ja, er ist simpel. Er hat seine Moves. Er darf dich nur nicht greifen. Oh, oder treffen. Man muss halt wirklich nah rangehen an ihn. Dann hat er nicht so einen krassen Effekt. Aber du musst weg von der Tür. Und das macht man dann mit ihm die ganze Zeit. In der Hoffnung, dass er dich nicht erwischt. Ja, super. Ja, einen Schlag kriegst du aber trotzdem noch. Der ist verdammt schnell, der Junge. Ah, und wenn er dich erwischt, ist vorbei. Nicht aufgepasst, scheiße. Aber wir können die noch bekommen. Der ist noch kein Problem. Noch ist kein Problem. Noch können wir wiederkommen.
Na komm, lieber Oger. Fall um. Fall einfach um. Tu mir den Gefallen. Fall um. Dankeschön. Also seht, wenn man Gegner halt kennenlernt, sind sie auch irgendwann nicht mehr das große Problem. Eine lose Gebetsperle an einer Figur des Bildhauers 4 davon dazu bringen. Ja, kennen wir schon, ne? Aktuell habe ich 2. Eine latente Fähigkeit, die die Heilwirkung von Erholungsobjekten erhöht. Oh, Shinobi Medizin Rang 1. Medizinisches Wissen ist für das Überleben eines Shinobi unverzichtbar, da Wunden im Kampf unvermeidlich sind. Der einzige Weg, solche Techniken zu erlernen, ist wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Ja. Das war's, lieber Oger. Hat Spaß gemacht. Also ihn kennenzulernen, von ihm runtergeworfen zu werden, das war alles nice. Doch, doch. Also, hat Spaß gemacht. So. Das hätten wir gelöst. Jetzt können wir uns hier in Ruhe umsehen. Ich bin hier immer hochgelaufen und hab den direkt umgebracht. Das hatten wir, glaube ich, sogar einmal eingesammelt. Ich weiß aber nicht mehr, was da war. Ich glaube einfach nur Heilungsperlen oder so. Ich habe jetzt nicht viel Leben. Aber ich bin einfach mal in der Hoffnung, dass da oben nichts Großartiges ist, was mich töten möchte. Wenn ja, laufe ich kurz zurück. Weil der Oger wird eh nicht mehr leben, ne? Komm. Heilen wir uns ganz kurz, füllen unsere Fläschchen auf. So. Können auch unser Shinobi-Werkzeug verbessern. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, ich wollte reisen, nicht rasten. Reisen. Vielleicht können wir da auch aufsteigen. Das wäre nice. Ich habe jetzt übrigens knapp eine Stunde gebraucht für ihn. Für alle, die es wissen möchten. Wo ist die Ärztin? Hä? Die Ärztin ist weg. Die stand doch hier. Hm. Seltsam. Ach, jetzt ist sie auch da. Was macht ihr da? Oh, ich habe euch gar nicht bemerkt. Der Bildhauer hustet Blut. Ich habe eine Probe seines Blutes für meine Drachenfäuleforschung genommen. Eine Probe seines Blutes? Ja, das von ihm ausgehustete Blut. Die Farbe des Blutes sieht verunreinigt aus. Stagnierend. Aber das Blut des Bildhauers allein reicht nicht aus, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Kann ich irgendwie helfen? Ja. Bringt mir Proben des Blutes, das von anderen Erkrankten mit Drachenfäule ausgehustet wurde. Wenn ich mehr davon habe, kann ich mehr über diese Krankheit herausfinden. Wenn ich auf weitere Opfer der Drachenfäule treffe, frage ich sie. Danke. Die Frage ist halt, ist die alte Dame auch schon infiziert? Weil ich bin gerade echt schon oft gestorben. Also auf richtig oft. Hallo, mein Freund. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Oh, Shinobi Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi. Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind den Samurai nicht möglich. Was ist das? Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Hm. Wenn du einen Esoterik-Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeit im Fähigkeitenmenü der Figur des Bildhauers erwerben. Für jeden besiegten Feind erhältst du Fähigkeitserfahrung. Hast du genug davon, erhältst du Fähigkeitspunkte zum Freischalten von Fähigkeiten. Manche kannst du erlernen, indem du Objekte erhältst oder Gegner besiegst. Ah, Level Ups. Und wie mache ich das jetzt? Hui. Fähigkeiten. Erlangte Fähigkeiten sind im Fähigkeitenmenü einsehbar. Die Kategorie kannst du mit LT und RT wählen. Kampfkünste können im Ausrüstungsmenü ausgerüstet werden. Alles klar, aber da, Shinobi Rang 1. Ah. Das heißt, ich könnte das hier rein theoretisch verbessern, oder was? Offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ergibt es keinen Sinn.
Es ist nur eine freigeschaltete Fähigkeit. Naja, wir werden es schon herausfinden. Du bist auch hier? Es ist heute viel los hier. Shinobi-Prothese zeigen. Neues Dingens gegen Zerstellen. Ja, Feuerwerk. Und damit können wir Tiere aufschrecken, ja? Ah, die Glocke. Schließ die Augen, hör die Glocke sprechen. Das Glockenläuten leitet deine Gedanken. Und erweckt alte Erinnerungen aus dem Schlaf. Drei Jahre zuvor. Ach, jetzt sind wir in den Erinnerungen. Wie cool ist das denn? Gut, Freunde, ich würde sagen, das sparen wir uns für die nächste Folge auf und ich bin gespannt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.